Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Tina. Sie hat das Ganze am 2.1. eingesendet und ein Update am 5.1. eingereicht und schreibt natürlich auch eine schöne E-Mail. Hallo Dandy, ich bin zwar nicht die beste Bauerin, aber ich möchte dir auch meinen Zoo senden und hoffe natürlich, dass dir mein Zoo gefällt. Ich habe nichts aus dem Workshop platziert, sondern versucht alles selber zu bauen. Bitte achte nicht auf die Mitarbeitergebäude, ich habe meinen Fokus im Moment noch auf die Gehege gelegt. Liebe Grüße, Tina. Der Speicherstand heißt World of Zoo, also ich gehe davon aus, dass das der Zooname ist und ich würde sagen, genau den besichtigen wir jetzt. Und schon sind wir da, das geht ja immer ratzfatz. Ich habe die Gästeanzahl wieder auf 500 begrenzt, sie hatte den Zoo vorher schon geschlossen, wahrscheinlich wegen FPS, aber ich habe sehr gute FPS, deswegen dachte ich mir, so ein paar Gäste können nicht schaden. Und jetzt geht's hier direkt in dein Zoo. Oh, World of Zoo. Ist ja schon mal schön. Gut, hier ist jetzt ein bisschen Rohbau. Aber ich höre Wasser plätschern. Ich höre gerade Musik, aber ich glaube, die kommt vom Spiel. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht im Zoo. Das ist ja sehr interessant hier. Man sieht schon spannend aus. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das sein soll hier? Ich kann leider gerade nicht rauszoomen. Das ist so eine Bärentatze, glaube ich. Da müssen wir nachher mal von oben gucken. Ich habe mich gerade gefragt, was das hier sein soll, aber ich glaube, das ist ja eine coole Idee. Das schauen wir uns gleich mal an. Nice. Richtig cool. Also der Eingangsbereich ist ja schon mal sehr nice. Ziemlich eckig, aber trotzdem sehr schön. Mit diesen Felswänden und sowas. Welcome. Wasser. Ich höre auch so Hintergrundgeräusche. Hier hat sie auf jeden Fall Boxen eingebaut. Hier dieser schöne Springbrunnen. Schön bepflanzt. Schon sehr idyllisch. Gefällt mir. Hier vorne auch direkt den Infostand so ein bisschen da eingebaut. Vorübergehend geschlossen. Okay, hier war wohl noch was geplant. Hat sie wohl noch nicht geschafft. Und hier geht es in einen anderen Bereich. Okay, der Bereich, es scheint einfach ein allgemeiner Tierbereich zu sein, so wie es aussieht. Und hier auch. Ah, okay. Hier gibt es Wölfe und Äffchen. Hier gibt es Spinnen, Elefanten und... Was ist das, ein Jaguar? Wahrscheinlich ein Tiger oder sowas, ne? Ein Jaguar gibt es ja in dem Spiel nicht. Und hier sind Toiletten. Auch immer ganz wichtig. Ja, ich bin halt nicht so ein großer Fan davon, wenn man das Gebäude so offen lässt, weil das halt echt nicht schön aussieht. Ich finde es immer besser, wenn man das so ein bisschen einbaut. Aber das finde ich sehr cool hier mit dieser Tatze. Eine sehr coole Idee. Und auch der Springbrunnen ist echt schön. Du hast hier auch alles beleuchtet. Sollten wir nachher auch bei Nacht einmal vorbeischauen. Ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal hier geradeaus durch. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Looney Balloons. Schade, dass man sich keinen holen kann. Würde ich feiern. Ausgang. Okay, du hast auf jeden Fall auch beschildert. Eat and drink. Aber man kriegt schon ein gutes Feeling, wenn man hier rumläuft. Sieht schon cool aus alles. Hier hinten sind noch Toiletten, schön versteckt. Auch alles immer schön beschriftet. Fritten, Kaffee und Tacos. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Also jetzt gerade würde ich mir, glaube ich, einen Kaffee holen. Weil ich habe keinen Hunger. Okay, gehen wir mal zum ersten Vivarium hier. Hier haben wir einen grünen Leguan. Schön. Wir machen wieder Tierraten, würde ich sagen, ne? Mal gucken, ob wir heute alles schaffen. Okay, jetzt wird es schon schwierig. Ja, was weiß ich. Gehe von irgendwas Brasilianischen aus. Brasilianische... Ich habe keine Ahnung. Wanderspinne, sage ich jetzt einfach. Goliath-Vogelspinne, okay. Ja, mit den Spinnen ist immer schwierig, bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt die wahrscheinlich alle unterscheiden, aber ich tue mich da immer noch schwer. Hier haben wir das erste Gehege. Aber man sieht schon, du hast einen sehr eckigen Baustil. Bin ich ja eigentlich nicht so der Fan von, aber kann trotzdem sehr schön aussehen. Du hast hier natürlich jetzt auch überall noch diese Barrieren. Hast das zwar hier oben so ein bisschen mit Baumstämmen und sowas ausgekleidet, aber natürliche Barrieren sind halt immer noch schöner, ne? Aber ist trotzdem in Ordnung, natürlich. Hier haben wir Erdferkelchen. Wie süß. Oh, putzig. Hier ein schöner Unterstand. Ja, relativ simpel, das Gehege. Kann man aber auf jeden Fall so machen. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig, wenn ich hier... Ich glaube, ich gehe echt erstmal hier lang. Also hier sind halt die Erdferkelchen. Tiere hautnah. Okay, kann man da vielleicht in ein Gehege reingehen? Das wäre ja cool. Wir gehen mal hier lang.
Flamingo. Ah, tatsächlich, okay. Ein begehbares Gehege. Kann man über so eine schöne Brücke gehen und hier hat man dann schöne Gewässer, wo die Flamingos chillen. Und man hört auch wieder Wasser plätschern, das ist immer toll. Ah, da schwimmen sie. Sieht natürlich trotzdem alles noch so ein bisschen kahl aus, ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm. Es ist halt immer sehr zeitaufwendig, alles zu gestalten. So, hier ist auch noch so ein bisschen Wege eingezeichnet. Das finde ich cool. Wo kam denn das Plätschern her? Ah, das schauen wir uns gleich mal an. Hier ist auf jeden Fall auch noch so ein Unterschlupf, wo die alle nächtigen. Wieso schlafen die eigentlich auf einem Bein? Kann mir das jemand in den Kommentaren beantworten? Würde mich mal brennend interessieren. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Du hast hier solche Wassersprengler in die Brücke eingebaut. Deswegen hat das so schön geplätschert. Ich glaube, ich hätte diese Dinger noch ein bisschen weiter runter gemacht. Also diese hier. Ich mach's einfach jetzt mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hat ein bisschen verklickt, glaube ich. Ne, der macht es automatisch. Geht denn diese Ansicht? Warum? So. Damit das so ein bisschen realistischer aussieht. Also sieht man wenigstens, dass das irgendwo herkommt, das Wasser. So fließt es halt nur, ja, sozusagen aus der Decke von dieser Brücke raus. Ich glaube, so ein bisschen runter hätte ich das schon noch gemacht. So sieht es, glaube ich, ein bisschen realistischer aus. Finde ich ein bisschen besser. So, dann geht es hier wieder raus. Das war Tiere hautnah. Und hier geht es dann weiter. Haben wir was verpasst? Oh, tatsächlich. Ach, hier kann man auch nochmal reingucken in das Flamingo-Gehege. Geht es nämlich nochmal um so eine schöne Kurve. Und hier haben wir das nächste Gehege mit einem Wasserfall und so einem Wasserrad. Oh, so eine Wassermühle habe ich auch noch nie gesehen von euch. So eine richtig gebaute. Würde ich mir auch gerne mal angucken. Ah, hier haben wir den kleinen Panda. Oh, süß. Aber hier ist das Ganze schon nicht mehr so eckig. Also scheint nur am Anfang gewesen zu sein. Der Wasserfall sieht jetzt auch ein bisschen krass aus von den Düsen. Und du hast hier halt kaum mit Felsen und sowas gearbeitet. Und das Ganze ein bisschen mit Felsen noch einkleidet, dann ist das alles ein bisschen spannender. Hier auch ein schöner Unterstand im Asia-Style. Hier geht's noch wieder zurück. Hier waren wir gerade, ne? Ja, Erdferkelchen. Hier ist ein schöner Mitarbeiterweg. Oh, schön verziert hier. Auch schön die Bäume platziert. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir Tiger. Königstiger oder sibirischer? Was sagt ihr? Ich sag Königstiger. Ja. Richtig geraten. Sehr gut. Erstmal auf das Essen sein Geschäft erledigen. Kein Problem. Oh, guck mal, hier können die sogar hochklettern. Hier ist ein Baumstamm. Oh, die können hier... Ah, lol. Das ist ja eine coole Idee. Hier ist so ein Glashaus, wo die rein können. Und da können die dann schlafen und man läuft dann da so unten durch. Sieht natürlich noch ein bisschen leer aus und ungestaltet, aber die Idee ist cool dahinter. Dass die so über den Weg rüberlaufen können. Wenn wir mal einmal reingehen. Können die hier oben rauf und dann sozusagen die Menschen so ein bisschen beobachten. Coole Idee. Na, du hättest hier echt noch ein paar Felsen platzieren müssen. Weil man muss eigentlich immer, wenn man solche Hügel und sowas baut, muss man immer als Kombination so ein bisschen Felsen damit reinbringen, damit das Ganze natürlicher aussieht. Ansonsten schon mal ganz gut. Du hast auf jeden Fall mit Höhenunterschieden ein bisschen gearbeitet. Oh, hier ist noch Unterwasser-Viewing. Das hast du auch eingebaut. Ist das das Tigergehege? Ich glaube schon, ne? Gehen die denn schwimmen? Ich meine, ich habe das schon mal gesehen, dass die schwimmen. Aber Katzen sind, die haben ja eigentlich so den Ruf, dass die nicht so gerne Wasser mögen. Okay. Dann geht's hier weiter. Oh, da dampft es sogar. Was ist denn das? Ist das so ein... Ich glaube, da kann ich rein in das Haus. Ist auch nochmal eine Brücke oben rüber. Ah, da können die Tiere oben rüberlaufen schon wieder. Das ist cool. So eine Glasbrücke wieder, wo die oben rüberlaufen können. Ich würde das gerne mal sehen, dass hier ein Tier rüberläuft. Ich glaube, da kommt gerade eine. Ein afrikanischer Dingshund ist das. Wildhund. Oh, jetzt kommt der. Da. Oh, wie cool. Das ist nice, oder? Dass die da so oben rüberlaufen können. Das finde ich toll. Das ist eine tolle Idee. Und noch einer? Ich weiß gerade nicht. Ja, jetzt kommen sie alle. Oh, ist das cool. Ja, das ist mega nice.
Ganz tolle Idee. Sehr, sehr cool. Kann ich denn hier irgendwie noch rein oder so? Nee. Hier sind auf jeden Fall die Wildhunde. Gut, hier fehlen natürlich wieder so ein paar Felsen. Hier ist auch wieder einen sehr interessanten Unterstand gebaut. Wo die rein können. Oh, irgendwie kann ich hier... Doch, ich kann hoch. Oh, hier können die dann schlafen, ein bisschen rausgucken. Das ist doch auch nicht schlecht. Gehen wir mal über die Brücke selber rüber in das andere Gehege hier. Ah, Gehege sieht natürlich noch ein bisschen kahl von der Gestaltung her aus. Aber die Idee mit dieser Glasbrücke finde ich mega cool. So, dann haben wir hier das nächste Gehege. Das sind Bonobos. Das sieht auch sehr eckig aus und sehr... Es erschlägt einen so, weil das, der Zaun ist halt mega hoch so, ne? Ich glaube, wenn du es ein bisschen abrundest, sieht es nicht ganz so krass erschlagend aus. Also das sieht halt aus wie so ein riesiger Kasten so ein bisschen. Und die haben auf jeden Fall genug Platz. Können hier auch genug klettern. Hier schön Wasser. Hier in der Mitte eine Insel eingebaut. Oder oben können die auch überall lang klettern. Und da hinten ist auch nochmal ein Häuschen für die. Gehen wir da mal rein. Oder versuchen es mal. Ein bisschen balancieren. Oh, das klappt. Oh, wie cool. Ich fühle mich wie ein Affe. Sind wir hier im Haus. Okay. Oh, der Zaun ist schon voll kaputt. Voll die Lücken drin. Oh, lass mich runter. Das ist schwieriger, als ich dachte. So, wir haben es geschafft. Okay. Gehen wir mal wieder hier hin zurück. Ich glaube, hier kann man einmal drum herum laufen um das Gehege. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen nämlich jetzt mal hier hoch. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Ah, hier haben wir nämlich nochmal so einen schönen Ort, wo wir die beobachten können, wo sie dann auch hier hochkommen. Vielleicht hätte man das Ganze ja auch so ein bisschen einbauen können und mit Glas dann machen können. Das wäre, glaube ich, cooler gewesen. Dann hätte man eine bessere Sicht, als immer diesen doofen Maschendrahtzaun im Bild zu haben. Hier haben wir schon das nächste Tier. Oh, auch eine sehr coole Idee. Hier oben ist halt das, der Schlafplatz von den Tieren. Das sind Katas und Waris, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Hier muss auf jeden Fall der Schlafplatz und man kann die dann schön beim Schlafen beobachten. Cool. Ah, hier sind auch Sachen aus dem Arktik-DLC. Hier ist dann nochmal eine Aussichtsplattform auf das Katergehege. Ach, schön. Also die Ideen und Planung und so ist schon sehr, sehr gut. Natürlich fehlt es hier noch so ein bisschen an der Dekoration und sowas. Aber das ist halt sehr zeitintensiv. Alles hier mit Felsen und noch ein bisschen mehr bepflanzen und so. Und hier vielleicht die eine oder andere Barriere mal ein bisschen zu verstecken. Mit Felsen und sowas. Das ist halt sehr zeitintensiv. Ich kenne das. Und die Liane ist leider auch nicht ganz befestigt. Aber trotzdem cool. Hier sind echt coole Ideen in deinem Zoo. Da waren wir schon. Das sind die Wildhunde. Das sind nochmal die Äffchen. Ein Mitarbeiterweg. Haben wir hier. Das nächste Gehege. Ich gehe einfach mal rein, dann sieht man das immer besser. Ah, das ist das Wolfsgehege. Ein cooler Schlafplatz. Die schlafen in einem Wolf aus Felsen. Ich glaube, den hast du auch selber gebaut. Mega cool. Finde ich cool. Also solche Sachen holen sich die meisten ja meistens aus dem Workshop. Oh, hier schlafen sie. Ja, cool. Und das sieht auch sehr unlogisch hier aus, ne? Das hätte sie zumindest ein bisschen noch abstützen müssen, glaube ich, mit Verfelsen. Das sieht sehr unrealistisch aus, dass das hier stabil ist. So. Mitarbeiterweg. Nächstes Gehege. Welches Tier haben wir denn hier? Ah, Rentiere. Cool. Mögen die es nicht gerne kalt? Also so Schnee und sowas? Oh, wie nice. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ein cooles Deko-Objekt. Ach, schön. Hier hast du auch wieder deinen eigenen Unterstand gebaut. Eine schöne Brücke mit Felsen. Nochmal ein schönes plätscherndes Gewässer. Ah, hier fehlt auch ein bisschen das Wassergeplätscher, ne? Dass es ein bisschen realistischer aussieht. Und ich glaube, so ein bisschen Schnee hat dem Gehege auch gut getan. Ich bin zumindest der Meinung, dass Rentiere gerne Schnee mögen. Ich meine, sie kommen ja auch aus dem Arktik-DLC, ne? Macht dann auch schon irgendwie Sinn, so ein bisschen. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Hier rechts, oh, hier sind Schuppentierchen.
Der spielt hier gerade mit dem Karton. Ja, du musst auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dekorieren. Oh, hier kann man die unterirdisch nochmal angucken. Und jetzt sind wir wieder am Eingangsbereich. Genau. Hier war nämlich jetzt die Goliath-Vogelspinne. Versuch mir das jetzt zu merken. Beim nächsten Mal weiß ich dann, dass das die Goliath-Vogelspinne ist. So, und dann geht's, glaube ich, schon hier wieder zum Ausgang, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und dann sind wir wieder hier auf dem großen Platz. Und können einen Zoo verlassen. Du hast auf jeden Fall einen sehr guten Rundgang hier gemacht. Ohne große Beschilderung habe ich den Rundgang ohne Probleme gefunden. Hat echt Spaß gemacht. Das ist cool, ne? So eine Bärentatze hier draus geformt. Mega coole Idee. Das war wahrscheinlich sogar gar nicht mal so einfach, das vernünftig hinzubekommen mit Wasser. So, das ist der Zoo von oben. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Das ist hier Flamingos, das ist das Affengehege. Nö. Ist auch noch nicht so groß. Klein, aber fein, würde ich sagen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, die Anzahl an Tieren war gut. Der Rundgang war sehr gut. Ich habe den sogar ohne Beschilderung gefunden. Allerdings kann man natürlich noch ein bisschen mehr dekorieren und sowas und versuchen, so ein paar Barrieren versteckter zu machen. Ne? Vielleicht kannst du das ja in Zukunft machen und dann das Ganze einfach nochmal einsenden. Hat aber echt Spaß gemacht. Wir machen mal kurz Nacht. Ein bisschen beleuchtet hattest du, glaube ich, auch. Welcome. World of Zoo. So hieß der Zoo. So einen weiteren Bereich würde ich auch gar nicht bauen an deiner Stelle. Ich glaube, ich würde mich eher darauf konzentrieren, dieses, was du schon gebaut hast, nochmal zu verschönern. Weil du weißt ja, irgendwann gibt es FPS-Probleme und dann, ja, dann ist immer ärgerlich. Ja, hier so ein bisschen ausgeleuchtet hast du auf jeden Fall. Und diese Arktik-Sachen sehen auch immer super schön aus. Ja, cool. Das war World of Zoo von Tina war dein Name, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich würde sagen, Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.